Ja, Stefan von Blau-Weiß statt Braun. Wir haben Heimspiel gegen Wien Wiesbaden und das ist der sogenannte Nie-Wieder-Spieltag. Thema ist der Erinnerungstag im deutschen Fußball. Den gibt es seit 2004. Wie kam es dazu, dass man das in den Fußball trägt und die Aufmerksamkeit nutzt? Der erste Spieltag von Nie Wieder wurde über auch Nie Wieder, dieser Organisation, aus München, aus dem Münchner Raum gegründet und wurde dann auch in der DFB getragen, dass man diesen Spieltag eben ausrichtet, um eben an die Befreiung von Auschwitz zu gedenken am 27. Januar. Und dann hat man angefangen, diesen Spieltag auch zu gestalten, also nicht nur mit Pressetexten, sondern auch wirklich in die Vereine zu tragen. Und eben auch mit Leben zu füllen, indem man dann auch verschiedene verfolgte Gruppen immer wieder mal in den Vordergrund stellt, ob es Menschen mit Behinderung waren, ob es was da alles verfolgt wurde eben. Auch dieses Jahr war es wieder geplant, da sollte es eigentlich um die Zwangsarbeit gehen, das war auch alles schon in Vorbereitung. Aber aufgrund von dem Hamas-Überfall damals hat man dann einfach umgeschwenkt und hat all diesen, dieses neue Thema gewählt, dieses Antisemitismus gewählt und hat dieses jetzt als Thema genommen dann. Stefan, Blau-Weiß statt Braun gibt es aber schon länger. Also ihr wart erstmal auch beteiligt daran, dass es überhaupt dazu kam, zu diesem Spieltag. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es seit 2000. Wir haben uns damals gegründet im Umfeld vom KSC, einfach weil damals rechte Unterwanderungsversuche waren, die konnten auch alles abgewehrt werden. Wir sind dann irgendwann mal auf Nie Wieder gestoßen im Zuge unseres Vereinslebens, sage ich jetzt mal, vor Jahren und habe das dann auch an den KSC herangetragen, dass wir wünschen, dass da ein bisschen mehr passiert. Und seitdem gestalten wir jetzt seit Jahren schon diesen Tag, also mit dem Verein zusammen einfach. Anfangs war Blau-Weiß statt Braun fast eine eigene Initiative und jetzt ist es ein großer Bestandteil unseres Clubs, was ich persönlich herausragend finde, weil ich ja auch, so alt bin ich schon, auch ab dem Jahr 2000 unterstützend dabei war. Ne? Genau, richtig. Wir wurden auch immer größer dann und haben auch mehr Akzeptanz in der Fanszene bekommen. Und wir setzen uns eigentlich auch mit ganzem Herzen dafür ein. Und es ist eigentlich nicht der Kampf gegen Rechts oder gegen Extremismus, sondern auch hauptsächlich gegen Gewalt und eben für die Demokratie letztendlich. Ich gehe so 1980 in unser geliebtes Stadion. Und 1980, du wirst auch eine Weile schon dabei sein, habe ich in Erinnerung, dass es gerade in der damaligen Hooligan-Szene tatsächlich eine Gefahr gab. Rechte Unterwanderung, schlimme Schmähgesänge im Stadion, auch bestimmte Rufe und mich das tatsächlich von meiner Grundüberzeugung her richtiggehend angeekelt hat und ich dann irgendwie auch gedacht habe, ist Fußball, ist das Richtige noch für mich? Also ist das das, was ich leben will? Und deswegen fand ich das so großartig, dass man gesagt hat, wir wollen uns dagegen stellen. Wie hast du das Wochenende erlebt? Also ich kann dir mal beschreiben, wie ich es erlebt habe. Ich war auf dem Marktplatz und ich bin in der Nacht besser eingeschlafen und mit einer totalen Motivation dann am Sonntag aufgewacht. Also für mich war das so ein Zeichen, in dieser Gesellschaft sind die Richtigen beieinander, die für die Demokratie einstehen. Ich glaube, das Zeichen war auch wahnsinnig wichtig, dass dieses Zeichen eben auch, wie du es eben gesagt hast, für Demokratie, ich glaube, das war auch so dieser Aufhänger von dem Ganzen. Genau. Es war eben nicht gegen etwas demonstriert, nur fokussiert auf eine Partei, sondern es war eine große Demonstration für etwas, für Demokratie, für Toleranz. Ich habe Schilder gesehen, ich bin dankbar, in diesem Land zu leben. Ich liebe die Demokratie. Also ich habe das als unglaublich positiv und eben nicht niederschreien und negativ empfunden. Ich sage schon seit Jahren, wenn mich jemand fragt, warum ich das immer tue, ich zitiere gerne Sinti und Roma, der Rose, aus Liebe zur Demokratie. Mhm. Ich finde, das ist ein Satz, der sagt wahnsinnig viel aus, einfach. Ja, und es ist auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Also was wir beim Fußball, glaube ich, auch lieben, ist diese gemeinsame Liebe zum KSC, die gemeinsame Liebe, hier im Stadion zu sein. Und dass eben auch positive Gedanken wie Toleranz, Nächstenliebe, aufeinander aufzupassen, im Stadion eigentlich genau richtig ist. Also das Stadion ist eben nicht dafür da, immer nur Hassparolen zu rufen oder Intolerante, sondern zu sagen, wir stehen für etwas. Und dass man auch, genau, dass man für etwas steht und dass man aber auch den anderen hilft einfach und sie respektiert, also diesen Respekt in einer Gruppe gegenüber zu bringen. In der Fanszene ein gewaltiger Wechsel. Also ich sehe inzwischen unsere Fanszene vor allem auch mit so vielen Aktionen für Schwächere zu helfen. Nicht nur der Verein über KSC tut gut, sondern eben auch unsere Supporters, unsere Ultras, die in der Stadtgesellschaft eine wichtige Rolle spielen als Gruppierung, die sich für andere einsetzen. Das ist ein kompletter Wandel zu den 80er Jahren. Ne? Das stimmt. Es ist auch mit Fußball macht satt. Genau. Wo trotz, super Beispiel, trotzdem weitergeführt wurde.
trotz dass Carsten ja nicht mehr unter uns weilt. Das zeigt ja schon, dass da die Verbundenheit da ist und eben auch für die Schwächere einzustehen und ihnen zu helfen. Was ich das Schlimmste finde in der Gesellschaft ist Geschichtsvergessenheit und dass man eben Erinnerungskultur steht bei mir persönlich ganz oben. Ich glaube, das ist für dich auch eine Motivation. Das ist auch eine Motivation, da versuchen wir auch gegenzuwirken. Letztes Jahr waren wir bei der Sinti und Roma Holocaust-Ausstellung in Heidelberg. Man wird auch dieses Jahr wieder irgendwas in die Richtung anbieten. Aber das Wichtige an der Erinnerungskultur ist für mich einfach, dass man aus der Geschichte lernen kann. Weil ich brauche ja nicht denselben Fehler machen, den andere vor mir schon gemacht haben. Ich kann ja was draus lernen. Und das ist, glaube ich, so dieses Maßgebliche. Und das sehe viele halt einfach nicht. Ja, und vor allem haben wir ja eine historische Verpflichtung. Also ich finde, unsere Karlsruher Fußballgeschichte, die teilweise auch die Fußballgeschichte Deutschlands ist, gibt uns ja auch eine Verpflichtung, weil der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte, einer der legendären Torschützen der Nationalmannschaft, das ist alles Karlsruher Fußballhistorie, die eben auch mit Ausgrenzung, Diskriminierung dann ein Ende gefunden hat. Vielleicht reden wir darüber auch noch ein bisschen. Ja, also du sprichst Julius Hirsch und Benzemann genau. an. Benzemann braucht man ja nichts dazu sagen, es ist ja bekannt, Julius Hirsch wahrscheinlich mittlerweile ja auch. Aber auch bei Julius Hirsch zeigt sich, dass zum Beispiel der DFB hat ihn ja auch lang verleugnet. Das muss man jetzt trotz Julius Hirsch-Preis und was es da alles gibt. Aber ja, auch Landauer bei Bayern München. Landauer, genau. Ja. Und auch, dass man da einfach ein Bewusstsein schafft für die Geschichte. Auch wenn es manchmal negativ ist. Meine Geschichte ist halt nicht immer positiv. Aber da sind wir wieder bei der Erinnerungskultur. Ich kann ja daraus lernen. Absolut. Ja, und auch dieser Wahnsinn, dass ein Fußballspieler, der für Deutschland die Tore erzielt, gefeiert wird, ins KZ verschleppt wird und umgebracht wird. Mhm. Also man muss sich das mal vorstellen. Es gibt ja auch beim KSC einen historischen Bezugspunkt, eine Geschichte, die gar nicht so bekannt ist, aber dir ist sie bekannt und mir auch, weil wir eben historisch interessiert sind, was Fußballgeschichte betrifft. Wir hatten einen jüdischen Mannschaftsarzt beim Vorgänger von beim VfB. Richtig, der Dr. Weile war das, ja. Was da interessant ist, man muss sich vorstellen, hoch anerkannter Arzt, von heute auf morgen durfte nicht mehr praktizieren, weil er Jude war. Und da gibt es die Geschichte, er war dann nochmal im Stadion. Hat er dann auch einen Zuschauer, glaube ich, behandelt, obwohl er eigentlich Behandlungsverbot hatte. Jetzt auch in die Vereine eingeflossen, in die breite Gesellschaft. Was muss der nächste Schritt sein? Wie soll es für dich weitergehen? Was wir uns wünschen würden und wo ich auch dran arbeite, was aber momentan wahrscheinlich die Zeit noch nicht so weit ist, leider, ist, dass man mehr so Erinnerungspfade macht und die vielleicht auch mit Fußballspielern versucht zu kombinieren. Also ich meine, warum kann man nicht ein KZ besuchen, wenn man in München spielt? Also in die Richtung vielleicht zu gehen. Stefan, ich habe ein Thema noch mitgebracht, das wir besprechen sollten. Das ist das Thema Inklusion, Teilhabe für alle. Da gab es den Inklusionsspieltag, aber auch Inklusion am Spieltag. Wie nimmst du das wahr? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich meine, du hattest damals ja auch jemand an der Seite gehabt. Erzähle ich gleich noch. Kannst du vielleicht noch was zu sagen? Und ich glaube, diese Einbindung von diesen Menschen ist auch wahnsinnig wichtig, weil für die hat der Fußball manchmal auch noch eine ganz andere Stelle wert wie für uns. Ja, genau. Dieses Motto hat mir gefallen. Es ist normal, verschieden zu sein. Und ich hatte tatsächlich auch hier neben der Lara eine weitere Co-Stadionsprecherin an meiner Seite und das war eine tolle Erfahrung und ich glaube über 100 gehandicapte Menschen aus dem Bereich der Lebenshilfe waren an allen Bereichen beim KSC eingesetzt. Eingesetzt also, und auch mit eingebunden. Ja, bei den Ordnungskräften und überall. Also ich fand das unglaublich berührend. Ich glaube, für die Menschen war das auch eine richtige Anerkennung, eine Ehre, sowas zu machen. Mal. Ja, auch ein Fotograf ist dabei gewesen, der kräftig am Spielfeldrand war. Also sowas sollte man auf jeden Fall wiederholen. Und aus dem Spieltag raus ist noch was super Geniales entstanden, denn wir bringen jetzt die Menschen auch vom Stadion wieder nach Hause mit dem Bus. Das ist sehr, sehr lobenswert, dass man das endlich mal in Angriff genommen hat, weil das war wirklich ein Problem. Wollen wir noch mal unsere Grundmotivation austauschen? So ganz zu Ende. Stefan, du zuerst. Also bei mir ist es wirklich so, ich glaube, ich mache es wirklich aus Liebe zur Demokratie und sehe halt auch einfach diesen Aspekt. Erinnerungsarbeit ist wichtig und dazu gehört eben mehr wie nur für sich das zu tun, sondern ich muss es für andere tun, ich muss andere motivieren, diese Erfahrungen eben auch zu machen. Und dann daraus entsteht Neues und das sieht man ja auch jetzt auch bei der Demonstration im Endeffekt. Da ist lange Vorarbeit geleistet worden und jetzt irgendwann haben es die Leute verstanden, dass man aufstehen muss und eben ja auch mal Flagge zeigen. Ja, bei mir ist es tatsächlich ein Stück weit auch eine familiäre Verpflichtung. Ich bin aus einer Generation, in der der Vater noch sozusagen im Krieg war.
und die ganze Katastrophe des Krieges miterlebt hat, schwer verwundet nach Hause kam und diese Kriegstraumata auch nie verarbeiten konnte. Und wenn du damit aufwächst, spürst du, wie grausam es ist, Krieg zu führen, dann auch diese Unterdrückung unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürger, weil mein Großvater damals eben sich auch sehr stark auch im Sport gemacht hat dafür, dass man doch für sie eine Lösung findet und auch geholfen hat teilweise und auch nach dem Krieg schwer gestritten hat mit denen, die dann doch noch in Amt und Würden waren, auch wenn sie vorher schon eine schlechte Rolle gespielt haben und viele, viele Briefe geschrieben hat, dass gerade die, die Antifaschisten waren, jetzt nach wie vor schlecht behandelt werden. Also es ist auch sehr viel Persönliches bei mir mit dabei. Also ich bin einfach in diesen Antifaschismus, in dieses Thema nie wieder Krieg und nie wieder Nazis einfach auch reingewachsen aus eigener Erinnerung und fühle mich da eigentlich dazu verpflichtet. Weil es immer heißt, also das will ich auch noch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, das heißt, haltet die Politik aus dem Fußball raus, aber das ist ja keine Politik, es ist eine Grundverabredung. Was ist an Toleranzpolitik, was ist daran, den anderen zu schätzen und gleich zu behandeln? Das ist die Grundvoraussetzung unseres Zusammenlebens, da ist nichts politisch. Ja. Das ist das, was ich auch immer, wenn der Spruch bei uns im Stand kommt, immer sagen, wir machen ja gar keine Politik. Genau. Ich werde auch nie eine Empfehlung geben, wähl die oder wähl die nicht. Das würde ich nie machen. Zählt einfach der Moment. Der Moment zählt in dem und nicht irgendwelche Schublade denke oder oh, dem geht es besser oder dem geht es schlechter oder was weiß ich. Und dem ist der Fußball und der KSC auch verpflichtet. Deswegen ist das auch genau richtig hier aufgehoben.